Das ist eine sehr gute und auch wichtige Frage, denn mit der falschen Entscheidung oder einer falschen Beratung kann man hier viel Geld verlieren. Ich hatte einmal eine Kundin, die extra für den Verkauf noch einen schwarzen, neuen Granitboden in das Wohnzimmer gelegt hat. Das war leider eher wertmindernd als wertsteigernd. Der Geschmack der Käufer ist sehr unterschiedlich, deswegen macht es Sinn, nur kleine kosmetische Arbeiten im Haus oder in ihrer Wohnung vorzunehmen. Es geht immer darum, den ersten Eindruck perfekt zu gestalten. Die Käufer kommen zur Besichtigung und es sollte eben zum Beispiel die weiße Wand schön weiß sein und natürlich auch der Boden in Ordnung sein. Wenn im Bad mal eine Fliese abgefallen ist, dann sollte man das auch entsprechend reparieren. Größere Renovierungsarbeiten wie das Bad komplett zu erneuern oder einen komplett neuen Boden zu verlegen, das kann vielleicht, wie gesagt, genau die falsche Entscheidung sein, weil es dem neuen Käufer vielleicht genau nicht gefällt. Deswegen empfiehlt es sich immer lieber, wirklich im kleineren, kosmetischen Bereich mit den Arbeiten zu verbleiben. Sie möchten Näheres darüber wissen, sprechen Sie uns gerne an. Wir freuen uns. Wir beraten auch Sie, was bei Ihrer Immobilie für den Verkauf die sinnvollen Maßnahmen sind.